Herzlich willkommen zu unserer Sendung Gesellschaftsbarometer. Alois Alzheimer hat vor 100 Jahren Eiweißablagerungen im Gehirn von Auguste Deta gefunden. Darauf basiert die aktuelle Alzheimer-Forschung. Die Ursache für diese nach ihm benannten Erkrankungen sind weitgehend unklar. Die Diagnose Alzheimer löst häufig Ängste und Unsicherheit bei den Betroffenen aus, weil diese Krankheit bis heute nicht heilbar ist. Gerade Angehörige fühlen sich mit diesem Krankheitsbild häufig überfordert. Die Pflege eines an Alzheimer erkrankten Menschen stellt hohe Anforderungen an die Angehörigen. Frau Dr. Rose Götte hat gemeinsam mit ihrer Familie ihre an Alzheimer erkrankte Mutter gepflegt. Ihren Erfahrungsbericht hat sie in einem Buch aufgeschrieben, Alzheimer, was tun? 30 Jahre sind seither vergangen. Was hat sich in dieser Zeit verbessert? Und was muss noch getan werden, um die pflegenden Angehörigen wirkungsvoll zu unterstützen? Darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Götte. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Ja, Sie waren Kulturministerin. Wie kommt man dazu, sich mit Alzheimer zu beschäftigen? Was war die? Es war ein ganz privater Grund. Meine Mutter ist an Alzheimer erkrankt. Und wir haben sie dann in unsere Familie geholt und waren dann plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen. Und es war schon schwierig, sich da zurechtzufinden. Und es ist ja schon eine ganze Weile her, also 30 Jahre werden es dieses Jahr, wo ihre Mutter verstorben ist. Haben Sie irgendwie das Gefühl, es hat sich was verbessert oder was denken Sie? Also ich denke, es gibt heute einen anderen Umgang mit diesem Thema. Damals war es noch ungewöhnlich, dass man öffentlich bekannt gab, dass man diese Krankheit in der Familie hat. Das hat sich heute geändert. Es ist auch viel in der Forschung geschehen. Allerdings gibt es immer noch keine Lösung. Es gibt kein Mittel, das diese Krankheit heilt. Aber es ist schon sehr viel inzwischen passiert. Und für uns oder für mich war es einfach wichtig, festzustellen, dass man eine ganze Menge tun kann in der Familie. Und das wollte ich eben auch gerne anderen Menschen mitteilen. Also was mich interessieren würde, wie haben Sie denn überhaupt gemerkt, dass Ihre Mama an Alzheimer erkrankt ist? Wir waren ja nicht immer zusammen. Sie hat in einer anderen Stadt gelebt. Und wenn wir sie besucht haben, dann gab es schon Auffälligkeiten, die wir aber dann uns immer erklärt haben mit Mutter ist heute nicht gut drauf oder vergesslich oder also dass es wirklich eine Krankheit war, haben wir dann erst gemerkt, als dann gravierende Fehlleistungen zu beobachten waren. Und bei diesen gravierenden Fehlleistungen, war das eine besondere Form von Vergesslichkeit oder war es was anderes? Also sie wollte uns besuchen zum Beispiel und wir haben dann alles geplant, wann sie abreisen muss, dann, wann wir sie in Kaiserslautern abholen am Bahnhof. Und sie ist aber dann mindestens 2 Stunden vor der verabredeten Zeit abgefahren, hat irgendwo einen Zug gefunden, der auch in diese Richtung führt und ist auch mit Hilfe von Mitreisenden dann ausgestiegen, stand aber 2 Stunden zu früh in Kaiserslautern auf dem Bahnhof und hat dann festgestellt, niemand ist da, der sie abholt. Dann geriet sie in Panik und lief also hin und her und auf und ab, bis sie schließlich einem Taxifahrer aufgefallen ist, der sie gefragt hat, ob er helfen kann. Und dann hat sie gesagt, ja, ich möchte zu meiner Tochter. Wie heißt sie denn? Ich weiß, sie heißt Rose. Aber sie wusste den Nachnamen nicht mehr. Und wo wohnt die denn? Irgendwo bei Kaiserslautern, wusste sie auch nicht mehr. Und als der Taxifahrer dann alle Namen nannte, die es so gibt im Umkreis, und dann der richtige Name fiel, dann hat sie gesagt, ja, da will ich hin. Und in unserer Gemeinde hat man dann auch schnell rausgefunden, wo sie hin möchte. Und dann stand sie also völlig
aufgelöst vor unserer Haustür neben einem vorwurfsvollen Taxifahrer, der nicht begreifen konnte, dass man seine Oma einfach im Stich lässt. Mhm. Und sie hat dann auch nicht verstanden, dass es an ihr lag, sondern sie hat uns dann einfach unsere Vergesslichkeit verziehen. Ach so, ja. Also das heißt, die Wiedererkennung ist dann auch gar nicht möglich. Ja, von da an war klar, dass sie ist krank. Mhm. Wir haben sie dann zu uns in die Wohnung geholt, in unserer Stadt, in unser Dorf. Und da ist sie dann auch geblieben bis zu ihrem Tod. Mhm. Sagen Sie, Medikamente gab es ja damals vielleicht auch schon. Die konnten Ihrer Mama nicht helfen. Es gab auch damals schon Medikamente gegen Alzheimer, die den Anspruch erheben, dass sie den Fortlauf der Krankheit etwas bremsen. So ist es heute aber eigentlich auch noch. Es gibt heute wieder andere Medikamente, aber keines dieser Medikamente kann wirklich die Krankheit stoppen oder heilen, sondern es gibt nur Medikamente, die eben mithelfen, dass der Abwärtstrend nicht so steil wird. Also so zeitlich verzögern. Ja. Mhm. Sie waren ja damals berufstätig. Also ich stelle mir das sehr vor, wie die eigentlich noch viel dramatischer, wie die Pflege von einem Kind. Ja. Wie haben Sie das gemanagt? Wie haben Sie das gemacht? Ja, wir haben natürlich gesucht, ob es vielleicht irgendeine Tageseinrichtung gibt, die es damals in Schweden schon gab, wo auch Kranke tagsüber bleiben können und dann abends wieder nach Hause kommen oder geholt werden. Aber eine solche Einrichtung gab es damals noch nicht. Es gab zwar Tagespflege in Altenheimen, aber da saßen die Leute nur rum und warteten, bis das Essen kam. Und es war also eine Atmosphäre dort und ein Programm, das ich meiner Mutter auf keinen Fall zumuten wollte. Und dann haben wir eben versucht, es anders zu machen, indem wir Leute ins Haus holten zu uns. Und wir waren zum Glück eine große Familie, sodass also auch meine Kinder und mein Mann alle mit beteiligt waren bei der Betreuung dieser Oma. Sie haben ja im Nachgang diesen Ratgeber geschrieben, Alzheimer, was tun? Was war Ihre Mission dabei? Was wollten Sie damit erreichen? Also ich habe eben festgestellt im Umgang mit meiner Mutter, dass man sehr großen Einfluss hat auf das Wohlbefinden der Kranken. Wenn meine Mutter etwas zu tun hatte, wenn sie das Gefühl hatte, ich werde gebraucht, ich kann noch etwas, dann war sie glücklich. Mhm. Wenn sie sich selbst überlassen war, dann rutschte sie in tiefe Depression und war eben sehr unglücklich. Und diese Erfahrung, dass man also so einen großen Einfluss hat auf das Wohlbefinden des Kranken, das war für mich schon eine wichtige Erfahrung. Und das wollte ich auch anderen Leuten mitteilen. Und außerdem habe ich dann natürlich aus der Forschung auch gelernt, dass man das Fortschreiten der Krankheit auch beeinflussen kann. Wenn also drei Dinge zusammenkommen, das ist also ein körperliches Training, ein geistiges Training und Sozialkontakte, dann ist es für das Fortschreiten der Krankheit hinderlich. Also das heißt, das sind so Bremsklötze, den Fortgang zu... Es gibt Forschungen, wo verschiedene Gruppen eingeteilt wurden, die alle Alzheimer hatten. Und die Gruppe, in der diese drei Dinge vorhanden waren, da kommt es am wenigsten vor und es schreitet am langsamsten fort. Also das ist dann wirklich empirisch belegt. Das wird auch auf jedem Alzheimer-Kongress immer wieder betont von allen Forschern, auch wenn sie unterschiedliche Forschungsarbeiten haben, sich auch in vielem widersprechen, aber da sind sich alle einig. Also körperliches Training und auch geistiges Training. Und körperliches Training, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also was wurde da gemacht oder was haben Sie mit Ihrer Mutter? Also beim körperlichen Training kommt eben drauf an, spazieren zu gehen, vielleicht auch Krankengymnastik zu machen, Seniorengymnastik. Alles, was den Körper bewegt, ist dann schon gut. Und bei geistigem Training sind es vor allen Dingen die Gespräche, aber auch Aufgaben, spielerische Aufgaben, mit Buchstaben zu arbeiten, mit Zahlen zu arbeiten, irgendetwas wiederzuerkennen, also einfach geistige Anforderungen zu stellen,
Wobei es immer wichtig ist, dass ein Erfolgserlebnis dabei sein muss. Mhm. Also es hat keinen Sinn, mit zum Beispiel ein Gedächtnistraining zu machen, weil das können Alzheimer nicht, Alzheimer-Patienten nicht. Und das deprimiert sie dann nur, wenn sie immer wieder merken, nee, ich kann es mir nicht merken. Das ist also das falsche Training. Aber andere Dinge, wo man noch was positiv erreichen kann, die sind schon wichtig, auch wenn längeres Nachdenken dabei notwendig ist. Also Sie haben in Ihrem Buch, haben Sie das schön per Foto dokumentiert. Mhm. Ich glaube, Ihr Sohn erklärt Ihrer Mutter ein Spiel und dann... ja, und wie sie es dann verstanden hat, da freut sie sich richtig. Ja. Also das sieht man richtig schön. Und auch ihr Sohn ist da glücklich drüber. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das sehr inspirierend für alle ist. Ne? Also, ja, und bei dieser Erkrankung kann man sagen, dass es, also ich denke jetzt mal an Jahreszeiten, dass es da abhängig ist, ob, ich sage jetzt mal im Sommer, wenn es heiß ist, dass sich die Menschen da vielleicht eingeschränkter fühlen, also dass dann das Gedächtnis oder was auch immer im Gedächtnis schlechter läuft, oder konnten Sie da gar nichts feststellen? Also ich glaube nicht, dass die Jahreszeit was ausmacht. Vielleicht bringt der Sommer mehr Möglichkeiten, sich körperlich zu bewegen als im Winter. Das wäre vielleicht ein Vorteil. Aber so die Temperatur an sich ist mir jetzt gerade so gekommen. Nee, das hat völlig keine Bedeutung. Nee. Hm. Sie haben ja vorhin gesagt, in Kaiserslautern gab es einfach keine, ich sage jetzt mal, vernünftige Tagesstätte, was diesem Krankheitsbild irgendwie annähernd gerecht würde. Ja. Und Sie haben daraufhin vor 12 Jahren eine Tagesstätte für Demenzkranke mitbegründet. Ja, also ich war ja damals noch berufstätig, habe mir aber vorgenommen, so wie ich im Ruhestand bin, werde ich eine Tagesstätte gründen, wie ich sie mir vorstelle, in der eben alles das passiert, was ich vermisst habe, dass Leute Zuwendung bekommen und auch ganz viele Anregungen, was sie machen können und Hilfe. Und als ich dann tatsächlich im Ruhestand war, habe ich mich dann auf die Suche begeben nach Menschen, die mitmachen, und habe sie auch gefunden, ganz wunderbare Leute, die sofort bereit waren, da mit einzusteigen. Wir haben dann gemeinsam Pläne gemacht, gemeinsame Orte gesucht, die wir mieten konnten, dann die Einrichtungsgegenstände alle besorgt, hat uns das Land Rheinland-Pfalz dabei geholfen. Wir bekamen eine Anschubfinanzierung, die uns das alles ermöglicht hat. Und dann haben wir dann angefangen am 2. Januar. Und es war dann. Mit wie vielen Menschen waren Sie denn da? Am Anfang kamen erst mal so 5, 6, aber wir waren dann ganz schnell ausgebucht, weil es eben keine ähnliche Einrichtung gab. Und die Menschen, die zu uns kamen, die kamen dann auch gern. Also die kamen am Anfang immer voller Angst, weil sie nicht wussten, was jetzt mit ihnen passiert, ob sie jetzt abgeschoben werden oder was jetzt los ist. Aber so wie sie dann da waren und dann auch die Gesichter wieder erkannten, auch wenn sie sich keine Namen mehr merken können, aber diese Atmosphäre von Zuwendung, Freundlichkeit und die gemeinsame Geschichte, zum Beispiel das gemeinsame Singen und das gemeinsame Turnen, also Gymnastik mit Musik und Geschichten zu hören und Spiele zu machen, das war eben schon so schön auch für die Beteiligten, dass sie dann mit ganz wenigen Ausnahmen alle gerne kamen. Und ich habe ein paar hundert Menschen erlebt jetzt in den 10 Jahren, in denen die Tagesstätte bestand. Sagen Sie, also die Menschen kamen dann jeden Tag zu Ihnen oder immer nur an bestimmten Tagen? An bestimmten Tagen. Also wir hatten zunächst, weil so die Anforderung so hoch war, immer nur eine Montagsgruppe, eine Dienstagsgruppe, eine Mittwochs-, Donnerstag-, Freitagsgruppe. Aber im Laufe der Zeit, als dann der Ansturm zum Schluss nicht mehr so groß war, weil es noch andere Einrichtungen gab,
Da kam sie dann auch manchmal an zwei Tagen. Und in der Tagesstätte, die es jetzt gibt, da kann man, wenn man möchte, die ganze Woche kommen. Also Ihre Tagesstätte, so wie sie war, existiert jetzt so nicht mehr. Sie haben sie aufgegeben. Ja, ich habe mich einfach rausgelöst nach 10 Jahren. Ja, das ist klar. Und wollte ich dann Schluss machen für mich, aber nicht für die Arbeit. Ja. Die Arbeit sollte weitergehen und das ist auch so. Mhm. Die geht jetzt unter einem anderen Namen, findet sie nach wie vor statt. Mhm. Und viele der Ehrenamtlichen, die bei mir gearbeitet haben, sind in die neue Einrichtung gewechselt. Und arbeiten da immer noch, sodass also auf die gleichen Leute dazukommen. Mhm. Wobei beim Stichwort ehrenamtlich, das habe ich vorhin nicht extra erwähnt, die Qualität einer solchen Einrichtung hängt eben sehr stark davon ab, wie viele Ehrenamtliche mitarbeiten. Es gibt natürlich die Angestellten, die dort arbeiten und die geben den Ton an, die sind entscheidend. Aber ob sie das, was sie machen wollen, tatsächlich umsetzen können, hängt davon ab, ob sie Ehrenamtliche haben, die mitmachen. Denn wenn man wirklich mit den Kranken so arbeiten möchte, dass jeder sein Erfolgserlebnis hat, dann muss man differenziert arbeiten. Und differenziert arbeiten kann man nur, wenn man sehr kleine Gruppen bilden kann. Und das ist nur möglich, wenn eben Ehrenamtliche mitmachen. Mhm. Und deswegen eben auch jetzt mein Appell, dass sich jeder mal überlegt, ob er nicht Lust hat, da auch mal einzusteigen. Es bringt einem selber auch sehr viel. Also ich weiß nicht, ich versetze mich jetzt mal in die Lage meines Publikums. Ich wüsste gar nicht so genau, weil ich mit dem Krankheitsbild so noch nicht umgegangen bin, ob ich das richtig mache, wenn ich da jetzt sozusagen auf die Menschen losgelassen würde, ob ich da nicht so viele Fehler mache, dass ich den Menschen mehr schaden würde als nutzen. Das Gute ist ja, dass man da nie allein ist. Man hat immer noch 3, 4 Erfahrene um sich herum, die einem dann im Fall des Falles helfen können und die dann auch übernehmen können. Und so, dass man da ganz gut hineinwachsen kann. Also das heißt, wenn sich Ehrenamtliche finden würden, die bräuchten sich nicht zu gruseln, dass sie jetzt irgendwelche Dinge tun, die anderen Menschen schaden, sondern sie würden an die Hand genommen und würden gezeigt bekommen, was sie tun können und man würde klein anfangen und dann so nach und nach. Also wir haben so gearbeitet. Natürlich haben wir dann auch allen angeboten, von Zeit zu Zeit Fortbildungen zu machen und die wurden dann auch bezahlt natürlich. Jeder, der mochte, der konnte da auch sich weiterbilden. Und wer ist denn der Träger? Also jetzt hat es ja gewechselt, also vorher war es ja ein Verein. Privater Träger. Mhm. Vorher haben wir einen Verein gegründet zu diesem Zweck, dessen Aufgabe war, diese Tagesstätte zu schaffen und zu führen. Mhm. Und nach 10 Jahren haben wir das jetzt in andere Hände übergegeben und es gibt auch jetzt einen anderen Träger. Was ist das für ein Träger? Ist das, ich sage jetzt mal Caritas oder irgendeine? Es ist eine private Organisation, die in Kaiserslautern mehrere Altenheime hat. Und also es ist jetzt keine so eine Organisation beispielsweise wie die Caritas, sondern es ist wirklich ein privates Unternehmen. Privates Unternehmen, das aber sehr angesehen ist in Kaiserslautern. Mhm. Also das heißt, es ist alles in ordentliche Bahnen überführt worden, sodass es also aus der Vereinsstruktur jetzt halt in der Unternehmensstruktur, aber in der also unsere Angestellten haben gewechselt und die jüngeren Ehrenamtlichen sind auch in diese neue Einrichtung gegangen. Unser ganzes Arbeits- und Spielmaterial ist dorthin gewandert. Also das heißt, die Menschen, ich sage jetzt mal, die als, ich nenne es jetzt mal Patientinnen und Patienten dahin gekommen sind, die haben das gar nicht mitbekommen, dass sich da strukturell jetzt... Nee, die haben nur festgestellt, es ist ein anderes Haus, aber das Haus ist dicht neben unserem alten Haus gewesen, sodass keinen großen Unterschied machte. Mhm.
Gut. Und die Leute, die die ganze Zeit mit den Menschen schon gearbeitet haben, das geht ja sicherlich über mehrere Jahre, vermute ich mal, haben Sie da eine Rückmeldung, ob die genauso zufrieden waren? Ich sage jetzt mal, wie unter Ihrer Regie, würde mich jetzt einfach mal so interessieren. Also wir kriegen sehr viele Rückmeldungen von den Angehörigen natürlich, die dann sehr froh sind, dass sie wissen, mein Patient geht gerne dahin und hat was davon, kommt abends müde, aber zufrieden nach Hause. Das ist für Angehörige auch ganz wichtig. Und das ist auch meine Botschaft an die Angehörigen. Also man muss, wenn man ein guter, pflegender Angehöriger sein will, auch an sich selber denken und braucht eine Auszeit. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist sich total aufopfern und dann in so eine Bitterkeit reinzurutschen, dass man denkt, so schlecht wie es mir geht, geht es keinem, weil ich so eine hohe Bürde habe in dieser Pflege. Das ist der falsche Weg, sondern man muss sehen, wie kann ich es schaffen, dass ich selber auch zufrieden bin und dass ich eine Auszeit habe, dass ich mich erholen kann. Deswegen haben wir dann immer den Angehörigen gesagt, dieser Tag, an dem ihr Kranker bei uns ist, das ist ihr Urlaubstag. Und den müssen sie wirklich nutzen mit etwas, was sie gerne machen und was sie schon die ganze Zeit wollten. Gehen Sie ins Schwimmbad, besuchen Sie Ihre Freundin, gehen Sie shoppen, machen Sie irgendwas Schönes, damit Sie da abends wieder mit neuen Kräften nach Hause kommen. Und dann sind Sie auch in der Lage, die Geduld wieder aufzubringen, die man braucht, um einen Alzheimer zu pflegen. Also ich stelle mir das wirklich, ich meine, ist ja ein 24-Stunden-Job. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass das nur ein Mensch macht für einen anderen Menschen, also dann kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass auch dieser pflegende Mensch ja bald selber am Ende ist. Ja, das gibt es sehr oft, dass die Pflegenden dann selber gepflegt werden müssen, weil sie so am Ende sind. Glück hat man, wie ich, wenn man eine große Familie hat, die alle auch mit einsteigen in die Pflege. Und dann soll man sich auch nicht genieren, Nachbarn und Verwandte und so ins Haus zu holen und denen dann sagen, hier hast du den Patienten und hier hast du den Schlüssel und ich kümmere mich um nichts und gehe so lang woanders hin. Und das war auch eines der Hauptmotive, um diese Tagesstätte zu gründen, dass man einfach so einen Ort hat, wo man morgens den Kranken hinbringen kann, abends wieder abholen und dann weiß, er ist gut versorgt und dann kann man auch selber wieder Kräfte schöpfen. Ich meine, alles kostet ja Geld. Ich sage jetzt mal, diese Tagesbetreuung, wer bezahlt denn sowas? Die Krankenkasse zum großen Teil. Also über die Pflegeversicherung dann? Ja, über Pflegeversicherung. Und was kann ich denn, wenn ich Angehöriger wäre, was könnte ich denn tun, damit es meinem erkrankten Menschen besser geht? Also ich habe jetzt gelernt, quasi, ich muss mich selbst pflegen und auf mich selbst Acht geben, dass ich die Kraft für den anderen Menschen aufbringen kann überhaupt. Was kann ich denn, ich sage jetzt mal, aus einer guten Tageseinrichtung, was kann ich denn sonst in seinem Umfeld bewirken, dass sich ein erkrankter Mensch wohlfühlt? Gibt es da was? Also ich denke, Kontakte sind schon auch wichtig, dass man versucht, Leute zu finden, die dann auch einfach mal herkommen an den Tagen, an denen man nicht in der Tagesstätte ist. Viele Leute haben dann Angst, weil sie sagen, ich weiß ja nicht, was ich mit dem reden soll. Aber wenn man zum Beispiel ansetzt, was hast du denn früher gemacht? Erzähl doch mal von deinem Beruf. Du warst doch das und das. Und meistens kommt dann eine ganze Menge zurück oder auch das gemeinsame Singen. Also die auch Menschen, die Sprache schon weitgehend verloren haben, haben wir in der Tagesstätte erlebt, dass sie beim Singen den Text plötzlich wieder konnten und mitgesungen haben, mit Text. Also die Musik ist wie ein Schlitten, auf dem dann der Text gefahren wird.
Das war, waren schon auch schöne Erlebnisse für uns. Und mit einem Alzheimer-Kranken zu singen oder Musik zu machen oder ihm was Einfaches, Kurzes vorzulesen oder einfach da zu sein, mal ein bisschen Hand halten, mal ein bisschen zärtlich sein, das ist schon eine große Hilfe. Also auch umarmen, auch so ja, körperliche, ja, ja. Also wirklich körperliches Anfassen. Ja, ja. Also, also wenn jemand das nicht möchte oder Angst dabei hat, dann gibt er das ja zu verstehen. Mhm. Also die Gestik. Mhm. Das, also was eben bleibt, bei Alzheimer bis zum Schluss, das ist das musikalische Verständnis. Also die Melodien kann er bis zum Tod. Die sind überhaupt nicht auszuretten, die er mal kannte. Mhm. Und dann aber auch die Gefühle. Also auch ein Alzheimer hat ein sehr differenziertes Gefühl für seine eigene Würde. Wenn er so das Gefühl hat, er wird geschubst, geschoben, gezogen, dann wird er steif und widerständig. Wenn man aber sagt, darf ich bitten, kann ich da den Arm geben, können wir spazieren oder so, dann ist es völlig andere Situation. Also man muss die Würde eines Alzheimer-Patienten wahrnehmen und auch entsprechend agieren. Das bedeutet vielleicht noch mehr sensibel sein als jetzt, ich sag mal so, wenn wir untereinander umgehen. Manche Menschen gehen eher ein bisschen ruppig miteinander um, das ist so mein Geschmack. Also das heißt, da ist so feinfühliger, sensibler Umgang sehr hilfreich. Also man denkt oft, wenn die kognitiven Fähigkeiten nicht mehr da sind und jemand nicht mehr richtig sprechen und sich artikulieren kann, dann würde er auch nicht merken, ob der andere ärgerlich oder freundlich ist. Aber die Gefühle bleiben genauso wie die Musik bis zum Schluss. Das heißt, also die andere Person mag vielleicht jetzt nicht mehr so gedächtnisstark sein, aber so die Stimmung auch kriegt des Gegenübers kriegt sie so gut mit. Ja. Also es ist ähnlich wie bei den Babys, die merken ja auch, wenn die Mutter nervös wird. Und, das ist wohl wahr. Und bei Alzheimer-Patienten ist es auch so, sie kriegen sofort mit, wenn es Spannung gibt oder wenn man ärgerlich wird oder wenn man wütend wird oder ob man gelassen und freundlich ist, das kriegen die voll mit. Ich denke, das ist gut zu wissen, wenn man das so im Hinterkopf hat. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, wie war so der Umgang von Ihren Familienangehörigen mit Ihrer Mutter? Ich meine, Sie sind die Tochter gewesen. Das ist ja ein starkes Band, also zwischen Mutter und Tochter oder Mutter und Sohn natürlich. Da ist ja die Bindung so stark, ich glaube, es gibt gar keine stärkere. Wie konnten denn die anderen Familienangehörigen? Also meine Kinder sind aufgefallen durch große Geduld. Also die haben, wenn mir dann manchmal der Kragen geplatzt ist, gab es eine Situation, wo dann meine Tochter sagt, geh du mal raus, ich mach das. Mhm. Und das war dann oft sehr hilfreich. Mhm. Schwierig ist es sicher für Schwiegerkinder, dann plötzlich jemand in der Familie zu haben, der so viel Zuwendung braucht und der auch lästig oder störend sein kann. Und da hatte ich eben auch Glück mit meinem Mann, der das klaglos hingenommen hat. Und er hat meine Schwiegermutter, also er hat seine Schwiegermutter sehr geschätzt, als sie noch gesund war. Und von dieser Wertschätzung ist ganz viel auch in die Krankheitszeit übergegangen. Und ich wiederum habe ihm das bis heute, bin bis heute dankbar, dass er so großzügig und liebevoll mit meiner Mutter umging. Das ist auch ein großer Schatz, sage ich mal, ein großer menschlicher Schatz. Ja, das ist auch für unsere Ehe was. Ja, das glaube ich Ihnen unbedingt. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Sagen Sie, es ist ja, Ihre Familie ist damit umgegangen. Wie ist denn so die erweitert, also beispielsweise so die Nachbarschaft und die ein bisschen entfernteren stehenden Angehörigen? War das für die
schwierig? Oder, also es war vielleicht, sie waren ein bisschen erstaunt, dass wir das so offen mit umgingen. Mhm. Denn es gab damals, heute ist ja zum Glück anders, immer noch die Tendenz, dass man demente Menschen verstecken muss, weil das peinlich ist oder weil die sich in der Öffentlichkeit falsch benehmen könnten. Und da habe ich dann oft so ein gewisses Erstaunen erlebt. Oh, sie sagen das einfach so oder sie gehen mit ihrer Mutter da raus und genieren sich gar nicht. Mhm. Also ja. Sie haben eben das Wort dement genutzt. Also es ist dement und Alzheimer, ist das das Gleiche? Weil oft habe ich gelesen, das wird irgendwie so vermischt. Was ist denn was? Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Es gibt also verschiedene Formen von Demenz und eben die größte Gruppe sind die Alzheimer-Patienten. Also Demenz ist sozusagen der Überbegriff. Ah ja, okay. Also Alzheimer ist sozusagen das Spezielle in der Demenz. Es tritt ja häufig so eine Orientierungslosigkeit auf. Ja. Das hatten Sie ja ganz am Anfang unseres Gesprächs, hatten Sie ja erzählt von Ihrer Mama, die einfach 2 Stunden zu früh losgefahren ist. Das war jetzt eine zeitliche Orientierungslosigkeit, aber es gibt wahrscheinlich auch eine örtliche Orientierungslosigkeit, ja, oder? Ja, das ist so. Ja, und wie konnten Sie damit umgehen oder wie ist Ihre Mutter damit umgegangen? Also in der Wohnung hat sie sich dann schon einigermaßen zurechtgefunden bei uns. Und wenn sie draußen war, dann haben wir sie immer begleitet. Also das heißt, sie ist nicht alleine auf die Straße gegangen? Das ging dann nicht mehr. Das ging nicht, nee. Okay. Sagen Sie... Es ist ja so, vorhin hatten wir von der Tagesstätte gesprochen. Das ist ja ein anderer Ort als zu Hause. Mhm. Und wenn Menschen unter Orientierungslosigkeit leiden, dann stelle ich mir das schwierig vor, wenn ich sie sozusagen aus dem heimischen Haus in eine Tagesstätte, in eine fremde Umgebung buxiere. Was passiert denn da mit den Menschen? Das ist auch so. Das ist also eine schwierige Situation. Die Menschen, die dann ankamen, jedenfalls am ersten Tag, sind sehr verkrampft, sehr verunsichert und kennen sich da gar nicht aus, kennen die Menschen nicht, mit denen sie es plötzlich zu tun haben. Das gibt sich aber dann relativ schnell, wenn es immer das Gleiche ist. Also das gleiche Ritual. Ich werde morgens abgeholt mit einem bestimmten Bus oder mit, auch wenn ich gebracht werde, ist immer das Gleiche. Nach dem Frühstück gehe ich dahin und da treffe ich immer die gleichen Leute und habe den gleichen Raum. Und das geht dann ganz gut, wenn dort eben jemand ist, der einen gleich freundlich in Empfang nimmt und sagt, ah, wie schön, dass Sie da sind und hier ist schon Ihr Platz und das ist ja, da hängt Ihr Mantel. Und also wenn man so ein bisschen Hilfestellung gibt zum Wohlfühlen und zum sich heimisch fühlen. Mhm. Also nehmen dann die Menschen auch Dinge mit von daheim? Dass sie, sage jetzt mal, nee, also nichts, kein Stofftier oder ich weiß jetzt nicht mehr. Doch, es gibt auch, wir hatten eine Patientin, die hat immer ein Stofftier dabei, das war das Paulchen. Mhm. Und dieses Paulchen hat dann auch eine Rolle gespielt, das kriegt er auch seinen Platz. Und wurde da eingebunden in die Gemeinschaft. Und, eine andere Frau hat sich mit einem kleinen Hund, oder es war ein größeres Stofftier, ein Hund, angefreundet und den brauchte sie für den Mittagsschlaf. Also ohne diesen Hund ging das nicht. Aber der blieb in der Tagesstätte, aber es war eben trotzdem ihr Hund und es war selbstverständlich, wenn sie sich zum Mittagsschlaf hinlegt, kommt dass der Hund bekommt. Dazu und mit dem hat sie dann gesprochen. Ja, das ist schön. Also sagen Sie, ich meine, klar, die Menschen werden abgeholt, sie werden wahrscheinlich auch wieder heimgebracht. Mhm. Und ja, essen tun sie auch. Werden alle Kosten, die da entstehen, rund um diese Betreuungsform übernommen von der Pflegekasse? Ja, oder also die einzigen, die nichts bekommen, sind die Ehrenamtlichen.
Also, und die unentbehrlichen Ehrenamtlichen. Mhm. Die, wie würden Sie denn da, also scheinbar ist es gar nicht finanzierbar, das, ich sage jetzt mal, mit Profis zu bestücken oder mit, das heißt Profis, also bezahlte Kräfte zu 100%, das würde den Kostenrahmen wahrscheinlich überfordern. Das wäre wirklich nicht finanzierbar, weil... Wie würden Sie denn sagen, eine, ich sage jetzt mal, festangestellte Person und wie viele Ehrenamtliche kommen da, damit diese gute Form der Betreuung auch stattfinden kann? Also wir hatten von 7 bis maximal 8 Personen immer 3 Betreuer. Also das heißt, 7 bis 8 Ehrenamtliche und dann 3 Professionen? Also 7 bis 8 Patienten. Ach so. Und, also meistens waren es 7 Gruppen von 7 Patienten und dazu war also eine Hauptamtliche und 2 Ehrenamtliche, die immer da waren. Ach so, also das heißt, 7 Leute wurden von 3 Personen davon betreut. Also ist das Verhältnis 1:3. Und diese also fast 2:3. 2:3, Entschuldigung, nicht 1:3. 2 zu, ja, gut. Wie kommt man denn zu diesen Ehrenamtlichen? Also gibt man da eine Zeitungsanzeige auf oder wie akquiriert also man die? Zunächst einfach bei meinen Bekannten gefragt und da waren einige bereit, da mitzumachen. Und dann habe ich Kurse angeboten über den Umgang mit Demenzpatienten. In diese Kurse kamen dann eben auch Leute, die dann zum Schluss gesagt haben, okay, ich mache mit. Ach so. Und, also sozusagen, die haben sich das erstmal angeschaut, was da so passiert ist oder so was sie erwarten würde. Also ich bin heute noch erstaunt, wie leicht das ging, Ehrenamtliche zu finden und Leute, die da mitgemacht haben. Selbst unsere Finanzgeschäfte wurden ehrenamtlich übernommen, was viel Arbeit ist. Und die Ehrenamtlichen, die jetzt arbeiten, die suchen sich dann einen halben Tag aus, entweder vormittags oder nachmittags, einmal in der Woche. Und das würde ich auch jetzt an dieser Stelle gerne noch mal sagen, dass man sich das einfach mal überlegt, ob man nicht einen halben Tag in der Woche Zeit hat, um sich da einzubringen, auch aus Dankbarkeit, dass man selber verschont geblieben ist von dieser Arbeit. Und die Arbeit macht Freude. Ist also nicht so, dass das so eine schreckliche Belastung ist, sondern man kriegt auch von den Patienten selber viel Rückmeldungen. Mhm. Also hat zum Beispiel mal einer zu mir gesagt, welche was du bist? Nee, mein Engelsche. Das ist wirklich schön. Mhm. Ja, also die Motivation, um ehrenamtlich in, ich sage jetzt mal, sich in so ein Gebiet zu wagen, was glauben Sie, hat das was damit zu tun, dass Sie selbst Betroffene haben oder mal hatten? Oder glauben Sie, das ist einfach nur so ja, der Impuls, Mitmenschlichkeit auszuüben? Ich glaube, es hat schon viel ausgemacht, dass ich selber erlebt habe. Weil ich habe mir das so schwierig nicht vorgestellt. Als wir beschlossen haben, die Oma kommt zu uns, ging das ganz locker, die ganze Familie war einig. Und, aber was es dann bedeutet, also einen Alzheimer-Patienten zu betreuen, ist sehr viel anstrengender als Kinder zu erziehen. Weil bei Kindererziehung geht es immer aufwärts und bei der Alzheimer-Betreuung geht es immer abwärts. Und das aushalten zu können, auch diesen Rollentausch aushalten zu können. Meine Mutter war immer eine Frau, die ich sehr bewundert habe. Und dann plötzlich zu erleben, dass man selber die Mutterrolle übernehmen soll und die bewunderte Mutter wird zum Kind, das ist ganz schwer zu ertragen. Ja, also das stelle ich mir auch, also gerade dieses Mutter-Kind vertauschen sozusagen. Ja. Und viele Angehörige machen das auch falsch, indem sie dann immer versuchen zu sagen,
das musst du doch wissen, überleg doch noch mal. Und das kann doch nicht sein, also, dass man das einfach nicht wahrhaben will, nicht annehmen kann, dass der andere es wirklich nicht weiß, nicht mehr weiß. Also da ist es, glaube ich, schon hilfreich, wenn man sich mit diesem Krankheitsbild auch mal so theoretisch auseinandersetzt. Ja, vor allen Dingen, dass man vermeidet, unnötige Diskussionen zu machen. Da wird der Alzheimer-Kranke behauptet irgendwas, was falsch ist. Und dann darauf zu bestehen, ihm beizubringen, dass das, was er da sagt, falsch ist, ist Quatsch. Also man muss dann einfach sagen, ja, wenn du meinst, dann ist es halt so. Und das auf sich beruhen lassen. Also ich hatte das mal bei einer Freundin, die auch an Alzheimer erkrankt ist. Sie dachte immer, es wäre ein Mann in ihrer Wohnung. Wir hatten, also ihre Mama hat es auch manchmal gedacht, dass da irgendjemand ist. Und dann haben sie mir was gesagt, das hat mich ziemlich beeindruckt. Sie haben ihn rausgeschmissen oder irgendwas. Was war das nochmal? Also sie haben sich darauf eingelassen, dass dieser Mann keine Fiktion ist oder kein sondern habe ich bei nicht bei meiner Mutter, aber bei anderen Patienten erlebt, dass jemand sagt, da sitzt jemand. Es war eine Frau, die hat immer gesagt, da sitzt jemand. Und die Angehörigen haben gesagt, da sitzt keiner. Und das ging dann, doch, da sitzt aber da. Und als ich dann dazu kam und ich kannte den Fall schon aus der Literatur, habe ich dann zu dem nicht vorhandenen Menschen gesagt, und Sie gehen jetzt sofort raus hier und kommen auch nicht wieder. Und dann war ich ganz beruhigt und gesagt, danke. Also das heißt, es kann wirklich was bringen, anstatt zu disputieren oder was auch immer, sich darauf einzulassen und die Situation in der Weise zu klären. Und dann ist der ganze, die ganze Erregung aus der Situation ist dann draußen. Also es ist ja so, viele Frauen sind heute berufstätig und viele Männer auch. Und wenn sich dann im Umfeld, im Angehörigenumfeld so ein Krankheitsbild ergibt, dann können viele Menschen nicht einfach mal sagen, so jetzt pflege ich dich, Mama, Oma oder wen auch immer. Weil die Menschen ja auch Arbeitgeber haben. Und jetzt ist die Frage... Klar, wir haben jetzt gesellschaftspolitisch, haben wir jetzt auch die Pflegekassen und so weiter, verschiedene Institutionen genannt. Könnten Sie sich vorstellen, dass auch die Arbeitgeber da eine gewisse Rolle spielen, oder? Also die Arbeitgeber wahrscheinlich weniger, aber der Staat. Also durch die Rentenregeln. Und da ist ja auch gerade jetzt was passiert, dass man also auch die Zeit, in der man pflegt, auch für die Rente angerechnet bekommt. Das ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Also das bedeutet, wenn jemand auf Berufstätigkeit für diese Zeit verzichtet, dann hat er zwar kein Auskommen im Sinne von Erwerbseinkommen für diese Zeit, aber dieser Ausfall spiegelt sich dann nicht in dem Rentenverlauf desjenigen wider. Ja. Kann man das so sagen? Ja, und er bekommt auch, je nachdem, welche Pflegestufe das ist, bekommt er auch ein Pflegegeld. Wenn er das heißt also, eine bestimmte Summe wird dann gezahlt dafür, aus dass der ich Pflegekasse, ein Lohnersatz wird es natürlich nicht sein, aber sagen wir mal so eine gewisse finanzielle Anerkennung. Also ich denke, da wird es Stellen geben, bei den Krankenkassen wird man sich da erkundigen können, wie hoch das auch ist. Also dass die Leute, die es vielleicht betrifft, dass die sich da schlau machen, wie viel sie da... Je nachdem, welche Pflegestufe das ist, geht es so von 600 Euro aufwärts. Gut. Also ich meine, es ist jetzt natürlich keine Unsumme, aber es ist auf jeden Fall mal besser als gar nichts. Also das denke ich schon. Aber so die Arbeitgeber, also ich arbeite bei einem großen Arbeitgeber, also da wird zum Beispiel...
können unsere Beschäftigten, die können bei so einem Fall auch durchaus so ein paar Karenztage in Anspruch nehmen, einfach tarifvertraglich geregelt. Ja, also ist so wie bei kranken Kindern und auch Weiterbildung. Wenn man also so einen Kurs mitmachen möchte, dann sollte der Arbeitgeber auch freigeben, also Bildungsurlaub. Ja, also ich denke auch, dass, ich meine, man muss das ja immer gesamtwirtschaftlich sehen, jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern gesamtpolitisch. Und natürlich spielen da auch Arbeitgeber eine Rolle. Also ich denke auch, ich meine, das sind ja auch Menschen letztlich, die genauso Familien haben und Angehörige. Also ich denke schon, dass da tarifpolitisch durchaus noch was zu machen ist. Ja, also gerade jetzt, wo sowieso die Bevölkerung sehr schnell altert, also gerade jetzt so meine Generation, also das sind ja eine Menge, die da kommen, wird dieses Phänomen, also der Pflege, sicherlich häufiger auftreten. Ja, ja. Und da braucht man schon die richtigen Antworten. Wenn man jetzt nicht will, dass wir irgendwie gesellschaftlich verarmen im Sinne von, dass wir die Liebe und die Aufmerksamkeit, die Menschen nun mal brauchen, also das so zeichnen. Also das, was für im Verhältnis zu Kindern mühsam erkämpft wurde, das muss eben auch im Verhältnis zu alten Menschen, zumal die Menschen immer älter werden und das Problem dann von Jahr zu Jahr größer wird. Also würden Sie denn jetzt sagen, weil ich glaube, viele Leute gucken uns zu, die vielleicht dieses Problem oder damit konfrontiert sind, neu dazu, wenn man so ein Gefühl hat, meinem geliebten Menschen, da könnte Alzheimer irgendwie im Spiel sein. Was wären so die ersten Schritte? Was könnten Sie diesen Menschen sagen? Also es gibt natürlich Untersuchungen, die dann feststellen, ist es die ganz normale Altersvergesslichkeit, die jeder Mensch hat, oder sind es schon krankhafte Zustände? Und da gibt es Tests. Und geht man damit zum Hausarzt oder wo geht man denn dann? Ja, die Neurologie macht das. Also man geht dann zum Psychologen, Psychiater und die können dann mithilfe der Hirnforschung Tests bestimmen, ob jemand wirklich an Alzheimer erkrankt ist oder an einer anderen Form von Demenz. Also jeder Hausarzt kann einem sagen, wo man sich da hinwenden kann, und um das mal untersuchen zu lassen. Aber viele Menschen wollen das natürlich auch gar nicht wissen, ob sie jetzt Alzheimer haben oder nicht. Das Schwierige an dieser Krankheit ist, dass man den Anfang dieser Krankheit selber sehr bewusst miterlebt. Man erlebt seine Gedächtnisschwächen, seine Schwächen in der Orientierungsfähigkeit, seine Fähigkeit, bestimmte Handlungen, die man eigentlich früher sehr gut konnte, auszuführen. Plötzlich geht es nicht mehr. Das kriegt man also voll mit. Deswegen ist am Anfang der Krankheit eigentlich Depression immer der normale Begleiter. Später, wenn die Krankheit dann fortgeschritten ist, dann nimmt man das nicht mehr so wahr. Dann hat man auch seine eigene Krankheit irgendwie vergessen. Das heißt also, wenn man als Angehörige jetzt das erkennt und der Mensch, der davon, also als Kranker davon betroffen ist, wird sich ja erstmal wahrscheinlich zur Wehr setzen und sagen, ich gehe nicht zum Arzt. Ja, das sind also normale Reaktionen, sind einmal die Depression, auf der anderen Seite die Aggression. Also es gibt auch viele Menschen, die sehr aggressiv mit der Krankheit und mit ihrer Umgebung umgehen, sehr rechthaberisch und das einfach nicht wahrhaben wollen oder nicht zeigen wollen, dass sie Schwächen haben. Das gibt es also auch, und das ist für die Angehörigen dann noch schwieriger oder genauso schwierig, wie wenn jemand dann eben so depressiv wird. Weil gegen Depressionen kann man einiges auch mit Medikamenten erleichtern. Also das bedeutet, wenn ich jetzt feststelle in meiner Umgebung, beispielsweise meine Mama oder mein Vater,
ist nicht mehr so, wie ich es gewöhnt bin. Ja. Wie schaffe ich es denn, ihn oder sie zu einem Arzt zu bringen? Weil ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, wenn jemand partout nicht zum Doktor will. Ja. Weil das ist ja eine Persönlichkeit mit allen Rechten. Das heißt, diese Person darf auch bestimmen, was zu tun, was getan wird und was nicht. Also oft braucht man dann den Arzt gar nicht mehr, weil man selber merkt. Das sind schon so schwere Defizite im Alltag, die sich da häufen, dass man gar keine ärztliche Bescheinigung mehr braucht. Dann braucht man also nur, um die Pflegebedürftigkeit feststellen zu lassen, muss dann wieder einer von der Krankenkasse kommen. Der führt dann ein Gespräch mit dem Alzheimer-Patienten und merkt dann auch sehr schnell, dass er wirklich krank ist. Da gibt es auch so bestimmte Tests, dass man die Uhr nach einer bestimmten, auf eine bestimmte Zeit stellen muss und solche Dinge. Also das heißt, wenn die Person sich weigern sollte, zum Arzt zu gehen, dann könnte ich als angehörige Person meiner Krankenkasse bitten, dass sich jemand schickt. Und dann kommt jemand ins Haus und dann ist es ja auch nötig, denn man bekommt ja auch nur dann finanzielle Hilfe, wenn diese Krankheit diagnostiziert wird. Und das kann dann der Mann vom Gesundheitsamt oder von der Kasse, der dann, oder die Frau, die dann geschickt werden, die können das dann feststellen. Sagen Sie, gibt es irgendwie so eine Art Netzwerk, wo sich Menschen erkundigen können? Wie es gibt beispielsweise in Kaiserslautern das Netzwerk Demenz. Das ist sehr empfehlenswert. Da sind alle Hilfsorganisationen, alle Tagesstätten, alles ist da vernetzt. Und da kann man sich jederzeit hinwenden. Im Internet einfach Netzwerk Demenz Kaiserslautern, dann hat man schon die richtige Stelle. Und das wird sicherlich so oder sowas Ähnliches wird es wahrscheinlich auch in anderen Städten. Ja, es gibt dann die Alzheimer-Gesellschaft, die bundesweit ist und die hat auch als Selbsthilfeorganisation auch in Kaiserslautern. Da treffen sich dann betroffene Angehörige einmal im Monat oder wann auch immer und können dann ein bisschen austauschen, ihre Erfahrungen, sich gegenseitig Mut machen, sich gegenseitig Geduld zusprechen. Also das, glaube ich, ist gerade in so einer akuten Situation, glaube ich, bestimmt sehr hilfreich. Weil ich sage jetzt mal, wenn man jetzt sich unter Freundinnen so unterhält und andere sind gar nicht davon betroffen, ich glaube gar nicht, dass man in der Lage wäre, sich da in sowas reinzufühlen. Egal, wie viel Empathie man sonst mitbringt, man muss es selber erleben. Das glaube ich auch, weil ich glaube, theoretisieren, ich glaube, da ist man dann schnell an der Grenze. Ja. Also das... wie würden Sie die Rückschau, also ich weiß ja, 30 Jahre sind vergangen, würden Sie sagen, heute haben es die Erkrankten besser als damals zu der Zeit, als Ihre Mama erkrankt war? Oder? Also es gibt mehr Möglichkeiten der Betreuung. Also der Heimaufenthalt ist sicher problematisch, weil man da einfach nicht genügend Personal hat, um so individuell mit den Menschen umzugehen, wie es eigentlich nötig ist. Also für mich ist nach wie vor eine Tagesstätte die ideale Lösung, dass man zu Hause schlafen kann, wenn man schläft. Ja, aber tagsüber gut betreut ist. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von solchen Einrichtungen. Wir haben unsere Einrichtung mit Absicht Tagesstätte genannt, um auch ein bisschen die Parallele zur Kindertagesstätte zu schaffen, wenn man eben merkt, das ist ein Aufenthalt mit Programm. Mhm. Das ist nicht einfach nur da sein und warten, sondern Aktivierung. Und das haben wir ja jetzt auch gelernt, dass das eben das Krankheitsbild wirklich sehr positiv beeinflusst, also sprich bremst, beziehungsweise den Menschen auch Freude schenkt. Also und wahrscheinlich dann eben ein paar Psychopharmaka, also sprich gegen Depressionen vielleicht sogar überflüssig macht. Es ist auch so, dass ein freudiges Erlebnis, auch wenn das gleich wieder vergessen ist, denken Angehörige oft, dieses Erlebnis ist gar nicht nötig, weil er vergisst es ja sowieso gleich. Das ist aber nicht so, sondern da bleibt eine Kraft
übrig von diesem Erlebnis, auch wenn er nicht mehr weiß, was er gemacht hat und warum und wieso und mit wem. Aber da war irgendwas Schönes und dieses Schöne aktiviert. Und also das gilt auch für Besuche. Wenn jemand im Heim ist und man sagt, ach, das hat gar keinen Sinn, den zu besuchen, denn am nächsten Tag sagt er, nee, die war gar nicht da. Aber die Freude, die er hat in dem Moment, wo der andere kommt, die bewirkt auch was. Und das ist nicht notwendig, das zu abzuspeichern. Genau, abzuspeichern, ja. Ja, ja, also... Was würden Sie sich denn von der Gesellschaft wünschen, also im Kontext Ihrer Erfahrungen? Also was den Staat betrifft, so gab es ja wirklich große Fortschritte in den letzten 10 Jahren, was den Umgang mit Demenzpatienten betrifft. Aber von der Gesellschaft würde ich mir einfach mehr Aktivität wünschen, also noch mehr ehrenamtliches Engagement. Wenn man selber in der Familie kein so ein Problem hat, dass man dann bereit ist, irgendwo mitzuarbeiten. Also die Deutschen sind ja sehr großzügig, was das Spenden betrifft. Sie geben viel Geld aus für andere, mehr als in anderen Ländern, habe ich gelesen. Aber diese Zeit zu verschenken, das ist eben auch was ganz, ganz Wichtiges. Und ich würde mir von einer Gesellschaft wünschen, dass sie noch mehr bereit ist, Zeit zu verschenken, auch für Alzheimer-Patienten. Ob man sie jetzt kennt oder auch nicht kennt persönlich. Mhm. Also ja, ich glaube, dadurch lässt sich auch der Grad der Zivilisation erkennen, wie fürsorglich und gemeinschaftlich und liebevoll wir letztlich miteinander umgehen. Also ich finde, es war ein sehr, sehr unterhaltsames Gespräch, auch wenn über Krankheiten zu reden, ist jetzt nicht unbedingt immer so angenehm. Aber ich denke, Sie haben unserem Publikum sehr viel mitgegeben, hoffentlich auch gerade. Das haben Sie ganz sicher. Und ich bin mir sicher, es gucken viele Menschen zu, die dringend Hilfe brauchen. Und vielleicht konnten Sie ihnen jetzt Anregungen geben, was sie tun können, um ihr eigenes Schicksal und das Schicksal der erkrankten Menschen zu verbessern. Würde mich freuen. Ja, also das haben Sie ganz bestimmt geschafft, Frau Dr. Goethe. Ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses Gespräch. Mir hat es große Freude gemacht. Dankeschön. Ja, und liebes Publikum, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und es würde mich auch sehr glücklich machen. Vielleicht hat die oder derjenige ein bisschen Zeit übrig und würde es gerne an andere Menschen verschenken, die es bestimmt sehr nötig haben und die sich ganz bestimmt freuen über diesen Einsatz, egal ob sie es dann eine Minute später vergessen haben. Ich wünsche Ihnen und uns allen eine gute und friedliche Zeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Gesellschaftsbarometer.